Willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft. Wie ihr jetzt seht, ich spiele diesmal nicht, sondern ein Gameplay von Cooles Game. Ich will halt bei diesem Video was ansprechen. Und ja, als erstes, ich habe halt drei Themen zu sagen und die erste Thema ist halt über dieses Video. Ich habe halt hier Gameplays gemacht, wo ich Cooles Game spiele und halt dazu was erzähle. Die ersten seht ihr, wie heißt es, die so recht spannend waren, gut gelaufen sind und mir auch recht viel Spaß gemacht haben. Hoffentlich euch auch. Und danach gibt es halt auch so welche anderen Gameplays, sozusagen die Noob-Tags. Die Noob-Tags waren halt sind so welche Videos, die ich währenddessen gemacht habe und da völlig verkackt habe. Es sind insgesamt 10 Noob-Tags, wenn ich gut mitgedacht habe. Und ja. Nochmal was zu den normalen Tags. Ja, die waren nicht jede Runde gewonnen und was anderes, sondern das waren halt coole Gameplays, die ich selber gespielt habe und es sehr spannend war. Und ja, und nochmal was zu den Noob-Tags. Wenn ihr sagt, ja, der hat scheiße gespielt, deswegen flame ich jetzt dann noch. Ich habe das extra gemacht. Ich hatte nur ganz, ganz wenige Noob-Tags, weil ich auch so gut gespielt habe. Nicht Scherz, ich hatte halt ein paar Noob-Tags, habe davon die noobigsten Aufnahmen genommen. Und ja, ich glaube, ich habe gut was zu den Dingsbums, zu den Videos gesagt. Jetzt sage ich mal was zu den richtigen Themen. Ich habe halt, wer das letzte Ankündigungsvideo gesehen hat, ich habe, wie ihr seht, ein Texture Pack, was ich selber texturiert habe. Bis jetzt habe ich leider nur das Holzschwert in dem Bogen und das Feuer texturiert. Das Holzschwert, wie ihr seht, ist ein ganz kleines Messer, halt aus Holz und wo Blut dran hängt. Das fand ich, hatte ich eine richtig gute Idee. Und der Bogen, wie ich finde, dass ich am besten mit dem Bogen spiele, habe ich als erstes natürlich den Bogen texturiert. Der Bogen hat halt rote Streifen bis jetzt und finde ich schau gut. Und was ich noch vergessen habe, die Pfeile. Genau, die Pfeile habe ich texturiert. Wie ihr hier auch im Video seht, die Pfeile sind halt im Bogen mit drin gespannt, wie bei jedem Bogen. Ich glaube, wie ich das jetzt gesagt habe, aber ja, okay. Jetzt sage ich die zweite Sache, oder die dritte jetzt ja schon gesagt. Oder nee, noch was kurz zum Texture Pack. Sorry, das habe ich vergessen. Das Texture Pack ist bis jetzt noch nicht zum Download bereitgestellt, sondern ich texturiere gerade daran und bei meinem Video sieht ihr dann sozusagen, wie ich weitergekommen bin. Heute, wo ich noch kurz das Video gemacht habe, werde ich noch ein bisschen an das Dierschwert, Eisenschwert, USW rumtexturieren. Aber jetzt kommen wir mal zu dem dritten Thema. Das dritte Thema ist, ich mag sehr, sehr gerne Mods und Modpacks. Deswegen will ich gerne ein Modpack erstellen und darauf ein bisschen spielen. Und ja, da werde ich nicht, wie viele vielleicht denken, bin ich nur so ein richtiger PvP-Lehrer, sondern ich liebe auch Mods und spiele regelmäßig gerne Mods. Und mit denen Mods mache ich halt sozusagen wie ein Modpack, wo vielleicht ein paar Mods, die ihr auch kennt, drin sind zum Beispiel Carpenter Blocks, Towncraft, Britannia, Technik, USW, weil ich mag, am meisten liebe ich die Mods, wo Technik und Magie drin sind. Und ja, wie ich hier schon beim Gameplay gesehen habe, das war meine erste Runde, wo ich übelst verkackt habe. Aber ja, nach der Laufe der Zeit, ich weiß nicht, wann ich das bringen werde, das Modpack. Aber es wird schon im Laufe der Zeit kommen. Das ist nicht so, dass das jetzt halt jedes Mal die PvP-Videos überdeckt, sondern die PvP-Videos kommen wie immer am Samstag. Und ja. Wenn ich das hinkriege, mache ich vielleicht zwei Videos am Samstag oder wie ihr es wollt. Das könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben, ob ich es den Sonntag machen soll. Oder den Mittwoch. Oder egal. Aber, ja. Ich würde mal sagen, ich habe schon sehr viel gelabert und möchte jetzt halt euch noch, da war noch kurz in den Gameplay ein Lag, das tut mir leid, wollte euch noch kurz jetzt
in Ruhe lassen mit meinem Gelaber und euch die Gameplays zeigen. Nicht noch zur Info, bitte ich flamen über das Noob, die Noob-Tags, weil da bin ich extra so schlecht gewesen. Und dann noch viel Spaß!